Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Heavy Rain. Und holen gerade unseren Sohn Sean. Sorry, dass ich hier jetzt die Begrenzung überschritten habe. Ich wollte mich bloß ein wenig umgucken, während ich das Intro mache. Nein, also wir haben unseren Sohn Sean jetzt von der Schule abgeholt. Im Regen. Also man merkt schon, Heavy Rain heißt das Game und natürlich geht es hier auch sehr viel um Regen. So, wir schnallen uns natürlich an. Das ist so ein bisschen Fahrprüfung. Training hier. So. Und alles ist startklar. Wir können. Gang müssen wir natürlich auch einlegen. Und wir geben Gas. Nein, aber es ist ja wirklich so. So lernst du das ja auch in der Fahrschule, dass du im Prinzip die Spiegel einstellst, dass du dich anschnallst, ne? Wie gesagt, den Rückspiegel auch noch mit einstellst. Alles wegen der Sicherheit natürlich. Und ich muss sagen, also atmosphärisch sehr, sehr starkes Game. Auch die Melodie, so, das ist schon richtig, richtig gut. Ich sag ja, ich hätte auch einen zweiten Teil gezockt. Der war, glaube ich, bloß diesen einen DLC rausgebracht da, ne? Der war auch noch ganz gut, so. Aber war natürlich, bisschen schade, dass da nicht noch mehr gekommen ist. Aber hier wirkt die Farbe auch gleich wieder ein bisschen heller, oder? Also das haben sie doch auch hochgedreht, oder? Also außerhalb des Hauses waren wir ja sehr im Regen unterwegs, während, na gut, das Wetter kann ein bisschen besser geworden sein, aber es wirkt alles sehr hell, sag ich mal. So. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Komm. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helf dir. Ja, das ist auch, also ich kenn's nur bedingt. Ich musste meine Hausaufgaben öfter mal im Hort machen. Aber wenn man dann irgendwie Mittagskind war oder so, beziehungsweise gleich direkt nach der Schule nach Hause gegangen ist, dann war natürlich oft die Frage, wie sieht's aus? Hausaufgaben. So, wir haben hier eine Uhr, da können wir mal raufgucken. Kurz vor 5. War hier nicht auch irgendwo noch so ein Terminplaner oder sowas? Da. 4:30 ein Snack. Homework 6 Uhr. Ups, bist du zu früh dran. Jetzt müsst ihr ja eigentlich was essen, wa? Ja gut. Da hat er auch noch eine Uhr hängen. Zack. 5. Ja, aber wir waren ja denn von Anfang an schon zu spät dran. Wenn hier steht, um 4:30 ein Snack, wir haben doch direkt, also 4:30 konnten wir doch gar nicht erreichen. Guck mal, jetzt ist es doch schon nach 5, so lange spielen wir doch noch gar nicht. Naja, ist ja auch wurscht. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Danach kommt Dinner und dann Bett gehen. Ja, okay, er macht einfach mal ein bisschen die Hausaufgaben, wir gucken uns einfach ein wenig um. Hier war das, glaube ich, ne? Also ich hatte ja im letzten Part schon gesagt, dass man ein bisschen Basketball spielen kann. Hier, da geht er ab. Dad, ich bin fertig. Ich habe noch nicht mal meinen ersten Wurf gemacht. Ja, warte kurz. Warte. Ja, das war nix. Ja, sorry, warte, wir gehen erst... Dieser Splitscreen. Nein, warte, Sohn, ich komm. Das war nicht geplant. Ich habe nicht gewusst, dass du so schnell fertig bist. Ich habe damit gerechnet, dass du noch ein bisschen brauchst. Warte, wir kommen. Ich bin unterwegs. Ich arbeite dran. Nein. Alles cool. Traurige Musik und er sitzt da so. Ich fühle mich direkt schlecht. Hey, ich wollte gerade sagen, da bist du. So, zeig mal her hier.
Wie dramatisch. Mal sehen. Der arme Junge. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Der arme Junge muss da sitzen und warten, wenn ich draußen Basketball spiele im Regen und nicht treffe. So. Alter, schon eine halbe Stunde rum. Okay, das ging aber auch schnell. Na gut, dann noch eine Runde, oder? Komm. Jetzt dürfen wir doch aber auch, oder? Dieser Splitscreen immer, da kriegt man immer direkt ein schlechtes Gewissen, als wenn gleich irgendwas passiert, so. Der andere Sohn ist schon weg, so, weißt du, und jetzt noch die Nummer hier. So, warte mal, ich muss erstmal den Controller wieder richtig halten, damit das hier... Warte! War der drin? Der war drin, oder? Drin, come on. Ja, wir machen direkt noch einen. Eigentlich müsste ich hier aufhören, weil besser wird's nicht. Warte. Oh, der war vielleicht auch drin. Komm, alle guten Dinge sind drei, oder? Jetzt wird er arrogant. Oh Gott. Nee, 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 nee. Ah, na. Geh rein. Der fällt da doch runter. Ich sehe das doch. Wieso fällt der? Also... Ja, okay. Ey, aber ey. Die Selbstständigkeit wird gefördert. Ja gut, er hat das... Ja, okay, ich hab's verkackt. Er hätte auch einen Apfel kriegen können von mir oder so. Aber ey, komm, gib dem Kind doch einen Snack. Ich hätte ihm auch einen Apfel geben können. Das, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ihm damals einen Apfel gegeben habe und dann hat er den Apfelgriebsch einfach auf der Couch hier liegen gelassen. Komm. Aber da stand was vom Snack. Aber wir müssen mal auf die Uhr gucken. Wie spät ist es? Ja, das passt schon. Das passt schon. Ich werde nochmal kurz... hier ein bisschen umgucken, oder? Ich habe immer Angst, aus dem Raum zu gehen, weil dann ist direkt wieder Splitscreen und dann... Warte. Ich weiß zwar nicht, was das bringt oder so, also... Ja gut, wahrscheinlich ist für den ganzen Flur, ne? Aber er ist auch dick, ne? Also, ja okay, er wird ja irgendwas arbeiten, denke ich mal, oder? Ich fand die andere Mucke besser. Soll ich mich hinlegen und pennen? Nee, der schläft bloß ein und dann ist dieser arme Junge wieder alleine. Aber wir sind ein bisschen neugierig und gucken uns hier um. Nee, worauf ich hinaus wollte, hat ja auch direkt wieder so ein dickes Haus, ne? Family getrennt und trotzdem auch wieder ein dickes Haus. Ich meine, es sei ihm gegönnt, ne? So ist das jetzt nicht gemeint. Das ist eher so... ja... Das Einzige, was jetzt so ein bisschen den Unterschied vielleicht sogar macht, ist halt, er ist jetzt getrennt von der Frau, sie haben jetzt nur noch das eine Kind. Kann ich es jetzt wieder hochziehen oder was? Achso, okay. Ja, man probiert halt ein bisschen rum hier, ne? Wir ziehen das sowieso erst nachher zu. Na? Ja, und die Farben sind halt alles ein bisschen... Oh ja, hier wird das angedeutet, damit auch jeder versteht, was passiert ist. Aber das ist irgendwie... Guck mal, jetzt ist das auch anders zu sehen. Hier auf diesem Bild war ja der Sohn, glaube ich, neben dem Auto, ne? Und dieser Jump vom Vater war ja eigentlich so. Eigentlich hätte er ja vom Auto überfahren werden müssen. Und der Sohn vielleicht auch zusätzlich, klar. Aber... Ja. Vielleicht sollten wir das nicht besprechen, während ich gerade hier auf dem Klo rumhänge. Bisschen Hygiene, bisschen Reinigung. Natürlich direkt nach dem Toilettengang. Aber mehr ist hier auch gar nicht drin, ne? Also, dass man hier irgendwie... Ja gut. Warte mal, jetzt ist sowieso wieder eine Stunde vergangen. Ich muss machen, dass sie wieder runterkommen. Hier ist doch bestimmt schon wieder eine Stunde rum oder so. Das heißt, Abendessen... Diesmal habe ich kein Splitscreen gekriegt, ne? Oh, ups. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Es ist Essenszeit. Ich mache lieber für Sean etwas. Bitte, Dad. Du stehst vor dem Fernseher. Sorry. Oh, sorry.
Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Ja, seien wir doch mal ganz ehrlich, der ist platt von der Schule, der will jetzt ein bisschen Dragon Ball gucken, so, und... Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Siehste, ich ruf dich, wenn es soweit ist. Um 7 Dinner. Gesundheit. Um 7 Dinner. Das passt jetzt von der Zeit her ganz gut. Da sind wir wieder on top. Aber warte mal, wir brauchen. Ist hier nicht ein Kühlschrank da? Wir machen was Gutes. Jetzt haben wir es bei den Snacks verkackt, so. Jetzt gibt's auf jeden Fall. Ach, das ist zumachen, ne? Ja gut, entweder Pizza oder so geil ist die Auswahl da jetzt auch nicht. Aber gehen wir einfach mal, ich habe es jetzt nicht lesen können, was da drauf stand. Nein, Mikrowelle hier. Ey, das erinnert mich mega an Sims alles. Da gehen die ja dann auch zur Mikrowelle und zum Herd und sowas und machen sich das alles fertig. Wow, das ging schnell. Wir fertig sind, ist hier 7:30 oder so, dann wird das doch nichts mit 19 Uhr essen. Ich finde das aber auch ein bisschen weird, wenn du deinem Kind was zu essen machst und selber nichts isst. Das finde ich auch ein bisschen weird. Ja, er niest, ich weiß, wir müssen hier die Medizin holen, ne? Du kannst kommen, Sean. Bisschen was kenne ich noch. Essen ist fertig. Ich komme. So, er geht jetzt dahin, dann gehen wir schnell die Medizin holen. Die ist, glaube ich, oben im Bad oder so. Dann werden wir das schnell machen. Aber nicht, dass ihm in der Zeit wieder irgendwas passiert. Ach nee, das ist gar nicht das Bad. Achso, das ist unser Architektenzimmer hier. Ja, das ist doch auch lame. Guck mal. Die Zeichnung, das hat er gar nicht mehr... Das ist doch das, was er... Guck mal, wie geil das aussieht. Ey, hört auf rumzuspringen. Ich kann euch gar nicht filmen. Was soll ich machen? Da muss ich mal kurz sagen, dass der Sound überhaupt nicht zu Mimik und Gestik gepasst hat eben. Also ich verstehe das schon, das ist alles sehr traurig. Das gehört, also das ist vollkommen normal. So, jetzt suchen wir erstmal den Medizinkasten. Ist das der nicht hier? Der Winkel ist ein bisschen... Hä? War das Zeug nicht hier drinne? Oder bin ich jetzt... Ah, warte mal. Konnten wir einmal die Sicht ändern? Muss ich das manchmal erst triggern? War das nicht hier? Ich hätte jetzt schwören können, wir müssen hier ran und... Ich muss das wohl erst triggern oder so. Hm. Mir war so, als wenn die Medizin da drin ist. Vielleicht muss ich nochmal... Vielleicht muss das erst getriggert werden. Dass wir erstmal mit ihm darüber talken müssen. Aber er hat ja zweimal genießt. Also... Grace hat schon am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Hm. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbauen? Ja. Um genau zu sein, 5 Minuten. In Ordnung. Das Bett kann noch ein bisschen warten. Hm? Aber sag bloß nichts zu deiner Mutter. Okay? Hä? Wieso? Es ist noch nicht 8:00. 10 Minuten hat er noch. Wir gehen noch einmal um die Couch und dann ist eine 30 Minuten später. Aber das ist auch... Hm. Nee, warte mal, hier waren die Medikamente. Die waren nicht oben, die waren hier, glaube ich. Oder? Nee, hier war eine Waschmaschine.
Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß noch, dass es irgendwas mit Medikamenten war, aber. Hä? Jetzt. Okay, die haben wir schon mal angemacht. Nee, das ist bloß der Lichtschalter. Also der Origami-Killer, ja, schlägt erneut wieder zu. So. Schon, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen kannst du nicht. Es ist schon Viertel. Du musst ins Bett. Morgen ist Schule. Du hast Schule morgen. Jetzt gucken wir nämlich erst. Okay, ich gehe. Kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komme hoch. Wir gucken jetzt erstmal ein bisschen Fernsehen. Ja, toll. Gerade wenn wir gucken wollen, ist hier Abspann oder was? Oder machen die hier so eine Reise gerade? Also ich erkenne es nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was das für eine Serie sein könnte. Ob es das wirklich gibt oder so. Aber ist vom Stil her so ganz gut gemacht, ne? Achso, warte mal. Können wir doch ausmachen. Ja, der niest doch schon die ganze Zeit, Mann. Mach doch mal was. Ich kriege aber auch keine Gedanken oder sowas angezeigt. Wieso kriege ich denn hier nichts? Wieso gibt er mir nichts? Sind die Medikamente hier? Hier ist auch nur ein Klo. Oh nein. Dann suchen wir nochmal oben. Vielleicht kriegen wir ja jetzt irgendwas angezeigt. Aber ich check's nicht. Normalerweise kannst du dann irgendwie die Medikamente oder sowas da rausholen. Ne, warte mal. Hier war das Bad, ne? Kommt total durcheinander hier mit den ganzen Zimmern. Ich könnte schwören, man holt die aus dem Schrank raus. Ne, keine Ahnung. Er zeigt mir auch nichts an, also... Dann tut's mir leid für dich, Kind. Irgendwie haut das nicht so ganz hin. Ist er jetzt schon ready oder was? Liegt er hier schon? Er liegt hier schon. So, pass auf. Wie machen wir das denn aber? Kann man da nur rausgucken? So machen wir zu. Here we go again. Der geht mal zu oder so. Gute Nacht, John. Mein Teddy. Dad, ich hab meinen Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad. Digga, du hast bitte. Ahnung, wo der ist. Ich kann ohne ihn nicht schlafen. Natürlich holen wir den. Ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Also mag sein, dass ich mich hier und da ein bisschen komisch... Wollt ihr gerade den Teddy rufen? Teddy! Teddy, komm her. Also mag sein, dass ich hier und da ein bisschen was aus Zeitgründen und so, weil die Zeit echt schnell läuft. Vergurke, aber hallo. Er hat was ordentliches zu futtern bekommen, er hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir wissen, wo dieser Teddy ist, den hätte er vorhin schon mitnehmen können. Ich habe ja gedacht, er schmeißt den in die Waschmaschine. Ja, und das mit den Medikamenten, so, das könnt ihr mir hier nochmal reinschreiben, wie das getriggert wird. Oder ob ich da... Ich weiß nicht mehr genau wo, entweder da unten, da wo die Waschmaschine war... Oder, ne, warte mal, wo war denn sein Zimmer? Da war sein Zimmer. Oder hier oben im Badezimmer. Danke, Dad. Gute Nacht, John. Nacht. Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Das sagt der Richtige. Du bist selber irgendwie komisch. Ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Und das nicht. Gute Nacht, John. Oh, der schläft aber auch schnell ein, ne?
Ja, jetzt können wir ihn doch zudecken, geh doch. Ah, mich ärgert das mit dem Medikament. Ah, aber gut, wir haben unser Ding gemacht, so, er hat was gegessen. Ja gut, er hat auch einen Snack mit drin, komm. Er wird ja wohl einen Snack futtern dürfen, oder? Die Essensauswahl war jetzt nicht sonderlich gesund. Schon. Ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, wo du ihm gar nichts zu essen gibst. Beziehungsweise er kann auch, glaube ich, auf der Couch einpennen oder so. Oder. Hä? Oh. Ach, da bin ich ein Trottel. Ich vergesse das jedes Mal, dass das dann langsam gemacht wird. Oh nein. Und ich mache immer schnell. Das war dumm. Das ist aber auch schon interessant, wie das hier alles schon so ein bisschen angedeutet wird, ne? Er hat jetzt die Origami-Figur in der Hand. Er weiß nicht, wie er dorthin gekommen ist. Die Straße wird wahrscheinlich noch wichtig, oder? Das ist doch bestimmt so eine Art Foreshadowing. Dienstag, 0:06 Uhr. Das werden wir allerdings im nächsten Part spielen. Kann ich ja hier schon mal ankündigen. Ich lasse ihn mal im Auto sitzen. Na, und dann werden wir das im nächsten Part machen. Dann brauche ich ja hier nicht im Regen rumstehen. Schreibt mir gerne eure Gedanken wie immer in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao.